Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Dark Souls 2. Wir sind endlich in Dranglight angekommen. Und kloppen hier uns noch mit den ein oder anderen Ritterchen. Denn wir suchen das Bonfire, das es hier irgendwo geben muss. Ich meine, zumindest hoffe ich das. So. Und hinter dieser Tür verbirgt sich das Bonfire. Okay, da gehen wir gleich runter. Hier muss es doch ein Bonfire geben. Vielleicht hinter ihm. Vielleicht, wenn wir die Tür aufmachen. Steht da ein riesen Feuer. Riesengroß. Alter, ist das spooky. Ich trau mich gar nicht, Alter. Ich meine, gut, er hat ja gesagt, die sind nicht da. Ich weiß nicht warum, aber egal in welchem Spiel, so Schlösser. Ich mag nicht so verlassenen Schlösser. Das ist irgendwie hochgradig. Unangenehm.
Was ich halt seltsam finde, ist, dass sie nicht eine Sache ist, die mich hier in diesen Raum reinlockt. Ja, normalerweise hast du ja dann auf der anderen Seite irgendwas Glänziges oder so. Aber hier ist halt gar nichts. Der macht einfach ein 360 oder was? Hallo? Symbol des Königs. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das lesen. Wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Ich latsche jetzt hier durch. Gucken, was passiert. Oh! Okay. Was hatten wir als Boss? Leute, das hatten wir als Boss. Wir brauchen unbedingt einen Bonfire. Da. Ich will natürlich weiter mit meinen Degen machen. Genau. Ich komme gleich wieder. Das ist sehr unangenehm hier. Mastodon Großschwert. Ich sag's ganz ehrlich, ich finde das sehr, sehr unangenehm hier. Das ist für mich... Ich weiß, ich sag bei jedem Gebiet immer, das ist das schlimmste Gebiet von allen. Ne, so als Running Gag. Aber ich, das hier finde ich wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Holy Scheiß! Der eine Schlag hat nicht getroffen, weil das geblockt wurde von ihm hier. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Ring des königlichen Soldaten. Erhöht maximale Belastung. Nee, brauche ich nicht. Sehe ich aus wie ein Narr?
bevor wir da in die Mitte gehen. Er macht ja einen auf China-Mann, Alter, mit seinen Essstäbchen, weißt du? Und denkt, ich sag nichts dazu. Das Miese ist halt, dass ich die ganze Zeit im Hinterkopf habe, Scheiße, wir hätten den da töten müssen, ne? Ich hoffe, dass hier noch aus der Mitte einer aufsteht. Vielleicht können wir den ja hier killen. Okay. Okay, okay, okay. Also, das hier haben wir geöffnet. Hier gibt's gar nichts. Powers Wahrheitsverkünder. Komm her. Ich muss die Tür aufkriegen. Touché. Französisch für Tusche. Klar, mach mal. Okay. Kriegt der hier auch noch? Nice. Jetzt kriege ich diese eine scheiß Tür nicht auf.
Grunde wussten wir alle, was da drin ist. Mir da jetzt einfach... Hallo, Digga. Holy shit. Mir jetzt einfach endlich mal ein Bonfire zu geben, das wäre nämlich zu viel verlangt. Hell no. Die Resident Evil Oma. Fucking Mann. Ist mir scheißegal, ob alle wieder leben. Es ist mir so scheißegal. Schauen wir mal, was die Resident Evil Oma zu sagen hat. Young undead, don't let this curse weigh upon you. We meet a second time. Perhaps you will yet traverse the dark. Young undead, if you truly seek the dark, then we will surely meet again. Okay. May we meet again, somewhere, sometime. May we? Gibt's von hier keinen Weg nach oben? Das könnte er mir nicht antun. Hey Leute. Digga. Ey, das könnt ihr nicht machen. Da muss ich die ganze Scheiße jetzt nochmal latschen. Das Problem ist, ich will nur sagen, im ersten Teil gab es halt sowas nicht, ne? Ja komm, dann können wir auch gleich nochmal Jula und aufsteigen. Ist das krass! Ja, Bearer of the Fluch. Ja, ich weiß doch. Wir haben ja immer noch K
keine. Bringt halt nichts. Bringt halt absolut nichts. Aber ich will es auf 25 am wenigsten. So, knallen wir da rein. Estus Flacons verstärkt. Wieder von der zerstörten Weggabelung los. Alter Verwalter. Das schmerzt. Das tut richtig weh, Alter. Das tut richtig weh. Innerlich kotze ich gerade so heftig ab, Alter. Wir tun einfach so, als wären wir da gestorben. Ich find's halt krass, dass es von dort wirklich keinen Weg rausgeht, ne? Vielleicht gibt's einen Weg raus, wir haben den einfach nicht gefunden. Weil es ein geheimer Weg, wie der geheimen Geheimhaltung ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier Edgar nochmal. Und sein Freund Scooby ist auch da. So. Okay. Dann lassen wir den mal. Hier ist aber auch kein Leuchtfeuer, ne? Wie kommt's so vor? Ich muss doch irgendeins übersehen haben, das geht doch gar nicht anders. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich einem König geziemt. Das hatten wir schon mal gelesen, die ganzen Hinweise. Das sind halt dieselben, wie auf diesen Tafeln stehen, in den, meiner Meinung nach, DLC-Gebieten. Alter, gehen mir die auf Piss. Wir müssen unbedingt da. Ich meine, wir wissen ja jetzt ungefähr, wo es weitergeht. Was ich mich halt frage ist. Was hat's denn mit den beiden auf sich, die da die Fackeln so dann halten? Ist das einfach nur, damit man da Licht hat? Scheiß auf die. Die
Wir kommen noch nicht hinterher, oder? Yep. Vor allem 21.000 Seelen haben wir mittlerweile. So. Kürze jetzt hier natürlich ein bisschen ab. Die erste Tür führt nämlich übelst weit weg, ne? Oh, hi! Ja, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Hier. Jo, ist klar. Ist klar, Diggi. Ist klar. Okay, also die drei müssen wir auf jeden Fall machen. Ansonsten kommen wir da nicht rein. Wenn wir die einzeln machen, ist das auch kein Problem. Wir haben ja hier gleich ein Leuchtfeuer. Fuck my life. 21.000 Seelen. Ich bin mir sicher, ich werde auf jeden Fall einen Klugscheißer-Kommentar darüber lesen, was ich da schon wieder falsch gemacht habe. So. Leute.
warum da zwei Dudes Fackeln halten und vieles mehr. Das seht ihr in der nächsten Folge von Wo ist das nächste Bonfire? Bis dahin, macht's gut. 21.000 Seelen.